Ob der Applaus am heutigen Montag noch nachhallt, das fragen wir unsere Kollegin Sarah Böke. Die ist auf dem Gelände des Technikmuseums in Speyer und wir sehen das, in Sinsheim besser gesagt. In Speyer ging die Reise zuletzt ja los. Sarah, was ist denn heute mit dem U-Boot noch passiert? Ja, U-17 ist heute an seinen finalen Platz gerollt. Es waren zwar nur noch ein paar Meter, die es auf seinem Transporter zurückgelegt hat, aber jetzt steht es da, wo es auch stehen bleiben soll. Und in den kommenden Tagen wird es hier aufgebockt. Es steht dann also fest, und zwar auf dem Parkplatz des Technikmuseums Sinsheim. Und da bleibt es dann auch zu betrachten von außen für alle Interessierten, auch in der Zukunft. Und die Gelegenheit nehmen hier auch heute schon einige Menschen wahr. Und zur Bedeutung des U-Boots U-17 für die Stadt Sinsheim habe ich heute gesprochen mit der Pressesprecherin Sandra Drawe vom Technikmuseum Sinsheim. Frau Drawe, wie erleichtert sind Sie, dass U-17 die Reise gut überstanden hat und gestern hier eingetroffen ist? Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir sind super erleichtert, aber tatsächlich auch ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Und wie groß war die Begeisterung gestern hier vor Ort? Sehr groß und wir waren total überrascht entlang der ganzen Strecke, wie viele Leute mit uns gefeiert haben, den Transport begleitet haben. Und auch gestern war es wirklich unfassbar, die Straßen waren voll. Und der Platz war voll, das Museum war voll. Es war ganz toll, mit so vielen Leuten gemeinsam das Ende des Transports zu feiern. Was war denn Ihr Highlight von der U-17-Reise? Also wir hatten ja super viele, super spannende Stellen. Aber ganz persönlich muss ich sagen, dass der Zusammenhalt und das Zusammenarbeiten aller Beteiligten einfach großartig war. Sowohl die Transportcrew als auch die Behörden, die Polizei, alle, die da beteiligt waren. Ob an einzelnen Orten oder über den ganzen Transport hinweg. Es war einfach ein tolles Miteinander. Und gibt es einen Ort, an dem Sie U-17 besonders in Erinnerung behalten haben? Oh, das ist eine schwierige Frage. Da gab es wirklich viele tolle Momente. Also in den Orten zu erleben, wie die Crew da U-17 durch so enge Stellen manövriert, war toll. Der Roll-Off in Hasmersheim war toll zu sehen, wie Ponton, Tieflader, in Zusammenarbeiten, um U-17 in Waage zu halten. Also da gab es ist ganz schwer, sich einen Moment auszusuchen. Aber natürlich war es auch gestern schön, hier quasi im Heimathafen von U-17 zu sehen, wie die U-Boot-Fahrer, die ehemaligen, mit ganz viel Emotion die Ankunft ihrer U-17 feiern. Und das zusammen mit dem Team zu erleben, war wirklich toll. Und was bedeutet jetzt dieses U-Boot für die Stadt Sinsheim und auch für das Museum? Also ich würde sagen, dass U-17 für das Museum ein weiterer Meilenstein ist, auch der Transport allein schon und einfach die Möglichkeit zu haben, ein Stück Technikgeschichte zu erhalten, das auch geschichtlich einfach herausragend ist. Also U-17 war das erste U-Boot, das nach dem Zweiten Weltkrieg in amerikanischen Gewässern unterwegs war, im Rahmen einer NATO-Übung. U-17 war die U-Boot-Klasse, die bisher am längsten im Einsatz war. Das heißt, es gibt auch ganz viele ehemalige U-Boot-Fahrer, die auf U-17 unterwegs waren. Oder auch noch aktive Menschen in der Marine, die mit U-17 eine Verbindung haben. Und wir haben hier für die Stadt Sinsheim und das Museum die Möglichkeit geschaffen, einfach ein Stück maritimer deutscher Geschichte zu erhalten. Frau Drawe, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, und ab nächster Woche gibt es dann hier Führungen von ehemaligen U-Boot-Kapitänen rund ums U-Boot und auch eine kleine Ausstellung im Foyer des Technikmuseums. Da kann man sich Alltagsgegenstände vom Leben an Bord anschauen. Selbst an Bord gehen kann man dann ab nächstem Sommer als Museumsgast. Also das Kapitel des Transports ist beendet. Haken dran, freuen wir uns doch alle, wenn wir irgendwann mal einen Blick in das U-Boot werfen dürfen. Sarah Böke, vielen Dank, live vom Technikmuseum in Sinsheim.